Hallo und herzlich willkommen auf ihrelder.de. Es geht jetzt nur um die nächste Aufgabe in unserem Skript, nämlich wenn wir eine Funktion suchen, die parallel oder eine andere, auf einmal senkrecht ist zu einer anderen Geraden, nämlich der Geraden g von x gleich 2x und aber durch den Punkt 1, 1 geht. Also schauen wir uns erstmal an, was das heißt. Es ist hilfreich, immer dann auch eine Zeichnung zu machen. G von x gleich 2x zeichnen wir mal ein. Das heißt ja das gleiche wie 2x plus 0. Das heißt, der y-Achsenabschnitt der Funktion ist 0. Das heißt, sie beginnt in 0. Steigung ist gerade das, was vor x steht. Das heißt 2x. Das heißt, da steigen wir 2. Also 1 nach rechts, 2 nach oben. Das heißt, die Funktion 2x sieht folgendermaßen aus. Das ist g von x gleich 2x. Und jetzt wollen wir die Funktion, die parallel zu dieser Geraden ist, aber durch den Punkt 1, 1 geht. Das heißt, der Punkt 1, 1, der liegt hier. Das heißt, die Gerade muss irgendwie so aussehen, dass die Gerade parallel zu unserer Geraden geht. Das ist die Funktion, die wir suchen. Nun, wir können die bestimmen. Wir haben wieder die Formel y gleich mx plus b. Was wissen wir sofort? Nun, wir wissen die Steigung. Weil die Steigung von der parallelen Geraden ist genau die gleiche wie die Steigung der Geraden, die wir hier mit 2x bestimmt haben. Das heißt, wir wissen schon mal, m ist 2, weil sonst wäre das nicht parallel. Das heißt, wir wissen, ohne dass wir rechnen müssen, m gleich 2. Nun, wie können wir b rausfinden? Dann haben wir hier einen Punkt gegeben. Probieren wir einfach mal einzusetzen. Das heißt, wir wissen schon mal, y gleich 2 mal x plus b, weil der m 2 ist. Und jetzt setzen wir den Punkt 1, 1 einfach mal ein. Wir wissen ja, dieser 1 ist ein x und das ist gerade das y. Das heißt, 1 gleich 2 mal x, x ist auch 1, plus b. Das heißt, hier steht 1 gleich 2 plus b. Mache ich mit minus 2 rüber. Dann steht ja also minus 1 gleich b. Damit ist klar, wir haben unsere Gerade, die parallel zu dieser Funktion ist, durch 1, 1 geht, bestimmt durch y gleich m mal x, also 2 mal x, plus b minus 1. Das ist die Funktion, die parallel zu dieser Geraden liegt. Nun haben wir aber eine andere Funktion noch, nämlich die, die senkrecht auf dieser Geraden 2x liegt und die durch 1, 1 geht. Wie muss man sich das vorstellen? Senkrecht zu 2x, das ist senkrecht zu dieser roten Geraden und durch 1, 1 gehend. Also wir legen das Geodreieck oder das Lineal so an, dass wir gerade hier einen rechten Winkel haben. Und das ist die Funktion, die wir suchen. Wir sehen also, das ist schon eine fallende Funktion, aber sie fällt nicht so stark, wie die andere steigt. Das heißt, wir schauen mal, was wir jetzt wissen schon mal über diese Funktion. Wir wissen, sie geht durch den Punkt 1, 1. Aber sonst wissen wir noch nicht viel. Und es gibt die Regel, wie finde ich heraus die Steigung einer Funktion, die gerade senkrecht zu einer anderen Steigung liegt. Wir wissen ja, die rote Funktion hat ja die Steigung 2. Und der Trick, den wir herausfinden, um gerade die Steigung dieser blauen Funktion herauszufinden, ist, wir können die 2 auch schreiben als 2 Einte. Und jetzt, wie finde ich die Tangente, also die Funktion der genau umgedrehten, der senkrechten heraus? Ich drehe einfach Zähler und Nenner und wechsle das Vorzeichen. Hier aus plus 2 durch plus 1 mache ich hier einfach Minus. Das heißt, wir wissen, unsere Steigung m dieser Funktion, dieser blauen Funktion, ist minus 1/2. Also nochmal zum Wiederholen, ich nehme die Funktion, die Steigung der eigentlichen Funktion, drehe, also bilde einen Kehrbruch, und wechsle das Vorzeichen. Dann bekomme ich die senkrechte Steigung. Jetzt habe ich m, das heißt, unsere Funktion y heißt minus 1/2 x plus b. Jetzt fehlt nur noch b und das mache ich wieder genauso wie gerade eben. Setze den Punkt 1, 1 ein, also 1 gleich minus 1/2 mal 1 plus b. Das heißt, 1 ist minus 1/2 mal 1 ist gerade minus 1/2 plus b. Mach plus 1/2, bring es auf die andere Seite. Das heißt, hier steht 1/2 oder 3/2 ist b. Das heißt, unsere Gleichung heißt y gleich m, wissen wir, minus 1/2 x
plus b plus 3 halbe. Das ist gerade die Funktion, die hier senkrecht stehen soll. Nun schauen wir, ob das halbwegs stimmt mit der Zeichnung. Ja, wir sind ja ein bisschen grob, ist ein bisschen mehr näher an 2 dran, aber so im Ungefähren stimmt das, was wir hier gezeichnet haben. Dankeschön.